Ja, Bad Waldsee, wie man es liebt und kennt, kein Schwein hier. Aber wir haben auch keinen Nebel. Das war die letzten 1,5 Wochen eine Katastrophe hier, der scheiß Nebel am Bodensee. Unglaublich. Ja, über 1,5 Wochen ist es jetzt her, dass wir hier waren. Mit dem Wetter eine absolute Katastrophe hier. Bei uns auf dem Berg strahlender Sonnenschein, super schön, blauer Himmel, Blue Sky. Und hier unten am Bodensee eine absolute Katastrophe. Also dieser scheiß Hochnebel löst sich teilweise erst am Nachmittag, Abend auf, wenn überhaupt. Und die Tage werden kürzer, es wird auch kalt jetzt langsam. Und heute haben wir einfach ein paar Sachen zu machen an der C42. Die braucht auch ein bisschen Liebe, ein bisschen Zuwendung und die bekommt sie heute von uns. Zum einen, was wir machen wollen, sind die Dämpfer tauschen. Also ihr seht selber, wie bei jedem Mann in gehobenem Alter, der Kolben hält einfach nicht mehr. Und ja, so ist es bei der C42 auch. Da habe ich mir jetzt neue besorgt und die werden wir jetzt einbauen. So, was brauchen wir denn? Einen 8er Gabelschlüssel. So, in dem Fall hier unten einen 7er. Einen 7er Gabelschlüssel zum Gegenhalten. Jawohl. Eine 8er Nuss. Ja, ich sehe schon, mir wird schon so eine doofe Schraube oder Mutter hier unten reinfallen. Mal schauen, wie lange es dauert. So, einmal gegenhalten. Schraube lösen. Und versuchen, nicht zu verlieren. Mutter und Scheibe. Schon mal nicht runtergefallen, das ist ja schon mal gut. So, Nummer 1. Geschafft. So, hier haben wir einmal 7 mm und einmal 8. Und dann schrauben wir und schrauben. Einmal Mutter, einmal Scheibe. Jawohl. Und weg ist er. Ja, so eine Scheiße. Und runtergefallen ist er natürlich. Das war ja sowas von klar. So eine Scheiße hier. Fällt mir die Scheibe runter. Das Ding fällt gerade runter und liegt 2 Meter weiter am anderen Reifen. Da ist er. Jetzt müssen wir eigentlich nur wieder auf die richtige Richtung achten, dass das Dämpferelement oben sitzt. Aber diesmal fangen wir von unten an. Wir machen es diesmal unten zuerst rein. Und dann hängen wir das hier oben so rein. So, ja, setzen wir wieder die Mutter hinten an. Einmal gegenhalten. Jawohl. Und wir schrauben und schrauben. Und schrauben. So, okay. Und wir rutschen aus. Wir sehen ja auch so viel da hinten. Ist ja ganz toll zugänglich. Schrauben. Schrauben. Und jetzt unser Drehmoment. Klack, klack. Nach fest kommt ab. So, dann machen wir das hier oben auch noch fest. So, Unterlegscheibe, Mutter, jawohl, und wir schrauben und schrauben und wir schrauben und schrauben. Ist ja heute zum Glück auch gar nicht kalt. Wie ist es eigentlich bei euch? Seid ihr in der Winterpause oder kann man euch bei tollem Wetter noch ins Flugzeug locken für ein paar Runden? Schreibt es mal in die Kommentare. Fest ist fest. Und et voilà, Qualitätscheck. Ja, geil. Steht wieder wie eine 1. Jetzt die andere Seite auch noch, aber die wisst ihr ja, wie es geht. Ja, so jetzt hier aus dem Cockpit. Bei dem ein oder anderen Video habe ich es ja vielleicht schon mal erwähnt gehabt, aber hier zieht es ja schon ein bisschen rein beim Fliegen. Und hier ist der Grund dafür. Wenn ihr mal schaut, hier oben, das hat es jetzt mittlerweile, ist es durch Raum und Zeit gereist, die C42. Und deswegen dieser alte Schutz, diese alte Matte da oben drüber, den alten Fetzen, der kann weg.
Aber meine Frau und ich, wir haben uns da ein bisschen was zusammengenäht. Und das Ganze, das sieht jetzt so aus. Ne? Schön sauber zusammengeschnitten. Und oben und unten mit Klettverschluss befestigt. Und jetzt zieht sie auch nicht mehr rein und dann schaut das optimal aus wieder. Sehr gut. Vorher, nachher. Sauber. So, die Sonne hat sich verabschiedet. Wärmer ist es auch nicht geworden. Wir sind jetzt soweit fertig. Wir haben die Türdämpfer getauscht, die Türdichtungen ersetzt und eben oben die Abdichtung neu gemacht zum Flügel hin. Ja, mit dem Probeflug, das wird wohl jetzt nichts mehr. Also IFA kann und möchte ich nicht und darf ich auch nicht. Und von dem her, danke, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.